zweiten Teil, wo es um Ernährung bei Hashimoto geht, reden wir heute über ein paar andere Stoffe noch. Und hier als erstes mal über die Agglutinine. Agglutinine finden sich zum Teil auch im Getreide, aber im Wesentlichen in Hülsenfrüchten. Und Agglutinine können dafür sorgen, dass die Blutzellen miteinander verklumpen und im schlimmsten Fall in sehr großen Dosen zur Hämolyse führen. Die findet man auch in Stoffen wie Quinoa oder Amaranth oder sowas. Da sind auch relativ viel Agglutinine drin, weswegen zum Teil zum Beispiel für den hohen Verzehr von Kidneybohnen oder von Quinoa in der Schwangerschaft gewarnt wird, weil es eventuell zu hämolytischen Prozessen kommen könnte und deswegen der Schwangeren gesagt wird, sie sollte da lieber zumindest keine großen Mengen von essen. Auf manchen Seiten wird sogar gewarnt, die überhaupt zu essen. Man muss sagen, um eine Hämolyse auszulösen, also wenn man jetzt nicht irgendwie besonders empfindlich ist, müsste man schon riesige Mengen von den essbaren Stoffen essen, die Agglutinine enthalten. Bestimmte enthalten ja sehr, sehr schwerwiegende Agglutinine, wie zum Beispiel die Rizinusbohne, und da sind dann kleinste Mengen bereits tödlich. Davon sollte man sich einfach fernhalten. Tut man ja auch, also isst man für gewöhnlich nicht sowas. Die Agglutinine können auch Verbindungen eingehen mit Kohlenhydraten, die dann in die Darmwand aufgenommen werden und den Enterozyten schädigen oder zerstören können. Und das Schlimme an denen ist, die sind weitestgehend hitzestabil. Man wird die zum Teil los, wenn man zum Beispiel Bohnen lange einweicht, abgießt, nochmal einweicht und dann sehr lange kocht, dann wird mit dem Einweichwasser ein Teil davon entsorgt sozusagen, aber das bleibt weiterhin immer eine relativ problematische Geschichte. Eine weitere Stoffgruppe, die wir möglichst meiden wollen, sind Saponine. Saponine können Poren in der Darmmauer bilden und dadurch Darmpermeabilitätsstörungen verursachen und können die Aufnahme bestimmter Mineralstoffe sehr stark hemmen. Saponine finden sich zum Beispiel sehr, sehr stark in Wildkräutern, weswegen man einfach vorsichtig sein sollte. Also mit Wildkräutersmoothies, das kann einerseits eine sehr tolle Sache sein, ganz hohes Benefit auf der Nährstoffseite, andererseits durch die sehr hohe Aufnahme von Saponinen in zum Beispiel Brombeerblättern, Himbeerblättern, sowas, kann dann auch wieder starke Probleme, Durchfälle verursachen und auch Darmschmerzen. Ich habe eine Zeit lang sehr viel grüne Smoothies getrunken und habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass ich Dinge, die ich normalerweise nicht roh essen würde, auch im Smoothie nicht roh trinken sollte, wie zum Beispiel irgendwie Himbeerblätter und Brombeerblätter, weil das bei mir massive Durchfälle auslöst. Und eine letzte Gruppe sind die Alkaloide. Alkaloide, da ist die Empfindlichkeit von Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Auch Alkaloide können direkt Darmpermeabilitätsstörungen verursachen und zum Teil erhebliche Entzündungsprozesse anregen und sehr problematisch sein. Alkaloide finden wir auch zum Teil in Wildkräutern, sind zum Teil auch an Schädlingen, an Korn mit dran und sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Ganz, ganz wichtig nochmal zurück zu den Agglutininen. Bestimmte Agglutinine können eine Triggerung des TH1-Systems machen. Das ist der angeborene Anteil des Immunsystems. Und ungefähr 80% aller Hashimoto-Erkrankten haben eine Überaktivierung des TH1-Systems, also des angeborenen Immunsystems. Und deswegen sind die TH1-stimulierenden Agglutinine für sie umso problematischer. Und das muss man einfach für sich selber rausfinden. Die Empfindlichkeit ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ich selber bin wahnsinnig empfindlich und kriege davon wirklich auch Schmerzen, also richtige Darmschmerzen. Gluten ist bei mir ganz, ganz stark, aber Agglutinine bzw. also Hülsenfrüchte sind fast noch stärker. Wenn ich Hülsenfrüchte gegessen habe, kann ich quasi spüren, wie sich mein ganzer Darm entzündet und auch zum Teil schmerzhaft wird. Und es kann dann auch zur Blutauflagerung und Blutstühlen kommen. Das muss für dich nicht gelten. Es kann einfach für dich sein, dass du andere Symptome hast, aber was Agglutinine und Alkaloide angeht, die sich auch Agglutinine finden sich auch sehr viel in Nachtschattengewächsen. Also das ist auch der Grund, warum die Nachtschatten im Autoimmunprotokoll nicht enthalten sind. Und Unverträglichkeiten auf der Ebene können sich zum Teil dann 2 Wochen hinziehen, bis es wieder besser wird. Also wer eine Nachtschattenunverträglichkeit hat, der merkt oft, dass die Symptome nach dem Konsum noch sehr, sehr lange anhalten. Und wenn man selber eben zu den Nachtschattenunverträglichen gehört, dann können die Symptome sehr, sehr stark sein, ähnlich stark oder sogar stärker wie bei Glutenintoleranzen oder anderen Problemen. Ganz, ganz wichtig ist hier wieder, es ist super individuell. Es kann sein, du hast eine Nachtschattenunverträglichkeit, aber Gluten geht für dich total völlig problemlos.
problemlos. Wobei Gluten eine ganze Menge andere Probleme am Darm verursachen kann, die von der immunologischen Lage völlig unabhängig sind. Wenn du dazu genaueres wissen willst, dann guck dir mal unser Seminar Gluten an, Webinar. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eben sein kann, dass bestimmte Pseudogetreide oder auch Getreide, Reis und Hafer, wäre so ein Faktor, problemlos gegessen werden können, aber dass eben Nachtschatten ein Riesenproblem darstellen. Oder dass Hülsenfrüchte relativ problemlos sind, vor allen Dingen, wenn du vielleicht indische Wurzeln hast oder asiatische Wurzeln, dann kann es sein, dass du Hülsenfrüchte ziemlich gut verträgst, aber dass bestimmte Weizen- und Getreidearten, die für deine evolutionäres Genmaterial sehr, sehr neu sind, für dich einfach eine Riesenproblematik darstellen. Und das muss man ganz individuell für sich ermitteln. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach klar macht, es gibt nicht die eine Ernährung, die für jeden super ist. Und ich persönlich halte es auch nicht für sinnvoll, über Monate und Jahre im Autoimmunprotokoll zu bleiben, sondern ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, für sich persönlich rauszufinden, was ist mein Trigger, was ist mein Problem und was sollte ich tun, nichts weglassen und welche Sachen sind für mich überhaupt kein Problem und dürfen damit ein Teil einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung für mich sein. Alles Gute!